Meine Fresse. Wenigstens auch in der vierten Welt 100%. Jetzt fehlen uns nur noch zwei Level in der Living Dead Party. Und natürlich hier vor allem noch Gold, leider irgendwo beim Orchestral Chaos. Aber erst einmal muss ich noch den Dragon Slayer schaffen und ich glaube, der wird richtig bitter. Bei dem hatte ich schon im normalen Modus Probleme. Wie soll ich den in der 8-Bit-Version schaffen? Verpixelt. Na, dankeschön. Das wird nichts, sage ich euch. Vor allem nicht nur das 8-Bit ist fehlerfrei den ganzen Scheiß schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie die sich das vorstellen. Ich dachte, ich komme da nicht mehr ran, deswegen habe ich nochmal Fliegen gedrückt. Ah, warum tut ihr mir das an? Ja, also würde mich nicht wundern, wenn wir auch in dem Part ungefähr nichts schaffen, außer das Level. Überhaupt, das wäre ein Riesenerfolg, wenn ich das Level schaffen würde. Von dem her können wir froh sein, wenn wir in dem Part das Level sehen. Aber natürlich auch nur, wenn wir es schaffen. Dementsprechend, am Ende gibt es vielleicht wieder ein Best of Fails, so wie in der letzten Folge. Ich habe keine Ahnung. What? Ich habe nichts gesehen. Geht ja super los. Oh mein Gott, ich erinnere mich an das Ende, als wir da einfach ewig gebraucht haben wegen diesen verfluchten Drachen. Oh Mann, oh Mann. Also am Ende muss ich da irgendwo springen. Jetzt. Ey, ich sehe nichts. Das ist so eine Verarschung. Alter, wenn es jetzt hier wenigstens einen Checkpoint gäbe, ne? Fickt euch, Mann. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ich glaube, ich werde da auch nicht drum rumkommen, um mir das Level nochmal im normalen Modus anzugucken. Ähnlich wie bei Eye of the Tiger. Und es dann wirklich komplett auswendig lerne. Und es so lange im normalen Modus macht, bis ich es da fehlerfrei hinkriege und dann versuche, aufs 8-Bit zu übertragen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weil das ist ja bis hier... Nee, das mache ich gleich nicht so. Das könnt ihr vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Das ist einfach nichts für mich. Ich gehe jetzt nochmal in Olympus Maximus rein und schaue mir das Level hier nochmal an. Im normalen Bild. Kann einfach nicht euer Ernst sein, oder ich lasse es dann echt aus. Das war ja einfach nur brutalst schwer. Mal sehen, ich schaff's wahrscheinlich im normalen Modus nicht mal. Würde mich nicht wundern. Der erste Teil ist ja eigentlich kein Problem. Stimmt, da muss ich ja eigentlich noch... Ja. Das vergesse ich immer, dass ich da am Ende... Das ist ja wurscht. Wichtig jetzt mal, dass ich den Scheiß hier nochmal checke. Hier, das fand ich jetzt dann hier recht schwer, weil da sieht man ja gar nichts eigentlich. Da muss ich hier rein. Einmal komplett runter. Okay, das ist eigentlich nicht so schwer. Dann nochmal rennen. Oh, und dann hier rüber. Okay, das ist... Hier könnte es ein bisschen schwierig werden, aber... Hä, was war jetzt?
bin ich nicht gesprungen. Aber wenn man weiß, was man's machen, was man da machen muss, dann geht's vielleicht. Genau, dann ist der Drache, dann muss ich... Ah, okay, ich weiß, was ich falsch mache. Ich weiß schon, was ich falsch mache. Ich renne falsch. Ja, wenn ich schon Probleme im normalen Level habe. Okay. Hier springen, das sieht man ja Gott sei Dank. Und jetzt, das war die Stelle, wo die wir 100.000 Mal gemacht haben. Hier drücken, hier springen. Da werde ich halt wahrscheinlich nichts sehen. Okay, das geht auch. Dann kommt nur noch das Ende, ne? Ach, der Scheiß nämlich. Mal sehen, wie es dann ist. Hier muss ich mich ans Feuer gewöhnen. Nochmal Feuer und dann war's das. Ja, gut. Es ist nicht so schwer. Aber halt nur das Normale. Wenn ich halt dummerweise nichts sehe, also ich, das meiste, was mir Sorgen macht, ist die Stelle mit den Flammen und mit dem Wandsprung. Da habe ich richtig Schiss vor. Probieren wir es nochmal. Ich bin ganz normal gelaufen. Wie können die mich einholen? Ich kann beim Laufen nicht viel falsch machen. Was zum Teufel war denn das jetzt? Scheiß auf die Looms. Wird am Ende schon reichen. So, jetzt habe ich Angst. Ah ne, das war's auch noch gar nicht. Jetzt kommt die Stelle erst. Ich muss jetzt erstmal in die Mitte springen. Ja. Jetzt wird's heftig. Bitte, 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 bitte. Ja, das geht ja noch, aber wenn es dann so eng wird. Obwohl es geht eigentlich. Nein! Ah, bei den Drachen jetzt gescheitert. Ja, aber es geht. Bei den Drachen scheitern, das war jetzt blöd. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass ich da so easy durchkomme. Das hat es am Ende so ein bisschen kaputt gemacht. Aber wenn ich das nochmal konzentriert mache, dann glaube ich, ist das schon drin für mich. Okay, also der Abschnitt ist nicht schwer. Hier kann man eigentlich auch nicht so viel falsch machen. Komm schon, ich kann das schaffen. Oh mein Gott, ich sehe nix! Okay, jetzt kommen wir in eine Haschstelle. Fuck, was war da nochmal? Oh nein, ey. Shit. Der Abschnitt ist echt fies. Da muss halt punktgenaue Sprünge machen. Stark, den nimmt er gar nicht erst mit. Oh Mann.
schon ein bisschen aufgeregt, weil jetzt habe ich eigentlich echt viel geschafft. Fehlen nur noch zwei Abschnitte. Sind zwar auch die schwersten, da brauchen wir wohl nicht drüber diskutieren, aber... Das mit diesem punktgenauen Sprüngen, das macht mir am meisten Angst. Ah, es ist halt auch echt nervig, dass ich das immer wieder machen muss. Aber damit die Folge nicht so lang wird wie die letzte, werde ich wahrscheinlich jetzt auch gleich zusammenschneiden. Ich gehe mal davon aus, dass ich dafür noch länger brauchen werde. Das geht ja alles noch. Lol. Da habe ich jetzt den letzten Sprung nicht genommen. Und deswegen habe ich es nicht mehr rüber geschafft. Das ist natürlich bitter. Aber ich muss sagen, da habe ich mehr. Auf das Level habe ich irgendwie mehr Bock als auf das Blue Blue, weil das war einfach nur ätzend. Hier ruckelt es immer ein bisschen, das nervt mich ein bisschen. Vor allem hier, immer hier. Wirklich? Wirklich? Ah. Also das ist echt nervenzerfetzend. Ja, aber gleich mal einen Cut. Was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich unkonzentriert. Jetzt bin ich auch langsam wieder genervt. So, jetzt hat er aber, komm schon. Boah. Komm! Alter, das sieht gut aus. Oh mein Gott, nur das Finale mit den Drachen. Ich seh nix! Das ist ein scheiß Scherz, oder? Das ist ein scheiß Scherz. Nicht so schwer, wenn man richtig springt. So, jetzt komm. Ich sehe nichts mehr. Nichts mehr. Nein! Am letzten Ding! Nein. Jawohl, komm jetzt. Jetzt. Jetzt alles oder nichts. Mann, warum springt er da nicht? Bitte. Ja! Fuck yeah! Alter, hab ich die Schnauze voll. Alter! Alter! Wahnsinn! Erstmal 18 Kästen Bier, ey! Fuck yeah! So stelle ich mir das vor! 9. Genialitätsstufe
Und hoffentlich jetzt das, also das ist ja jetzt offiziell das letzte Level aus dem Hauptspiel. Granny's World Tour war gar nicht so schwer im Original, aber nachdem ich mich null dran erinnern kann, mache ich das jetzt erst nochmal. Das hatten wir im First Try geschafft. Alles schön und gut. Aber 8-Bit wird hart, ich möchte mir das Level nochmal angucken. War jetzt so gut, da werde ich 8-Bit-mäßig auch nicht viel falsch machen können. Ja, das war alles nicht so schwer bisher. Okay, hier ist der erste schwierigere Part. Genau, hier nicht nochmal drücken. Das war auch weniger schwer, es war halt eher cool gemacht. Ja, das sollte ich 8-Bit-mäßig auch schaffen dürfen. Ich liebe das. War noch nicht vorbei. Aber es sind ja keine Gegner, kein Nichts. Das kann doch nicht so schwer sein, auch im 8-Bit. Ja, auch das habe ich jetzt wieder völlig easy geschafft. Das war halt einfach nur geil. 302 Looms. Könnte man knapp sagen. Aber da hatte ich ja eh schon Gold. So, also 8-Bit. Das sollte machbar sein. Let's do this. Was ist denn das? Hä? Oh mein Gott! Nein! Nein! Das ist nicht euer Ernst! Nein! Nein, 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 nein! Fickt euch! Alter, nein! Ja, ja. Hä?